Und damit herzlich willkommen zum letzten Nachwort des Jahres 2018 tatsächlich. Und zwar habt ihr gerade meinen vorletzten Stadionbesuch im Jahr 2018 gesehen. Der nächste folgt nächste Woche im Stadtderby der BSG Chemie Leipzig gegen Lok. Dafür wird es natürlich keinen Vlog geben, da stehe ich natürlich im Blog und daher natürlich keine Aufnahmen. Nichtsdestotrotz habe ich schon im letzten Video, glaube ich, gesagt, dass ich ein Abo-Special plane, beziehungsweise auch was halt trotzdem als normales Video durchgehen kann. Dies kann ich jetzt endlich umsetzen und also freue dich schon mal drauf, das Video wird Ende Dezember kommen. Wird richtig geil. Ich hoffe, ihr habt genauso Bock wie ich drauf und dann würde ich jetzt noch mal ein bisschen auf den schönen Besuch in Magdeburg eingehen. Wie ihr vielleicht wisst, war es jetzt nicht mein erster Besuch in Magdeburg und zwar habe ich den Ground sozusagen im September schon gemacht. Da war der FC Ingolstadt da. Das Spiel ist genauso wie jetzt 1 zu 1 ausgegangen. Also, liebe Magdeburger, falls ihr mal ein 1-1 braucht, dann ruft mich an, denn anscheinend ist das der einzige Ausgang. Ich glaube schlussendlich zum sportlichen Selbst, dass Magdeburg mit dem Punkt zufrieden sein kann. Die erste Halbzeit hat zwar klar Magdeburg gehört und man hätte zwar vielleicht sogar 3-0 führen können, da Union trotz eigentlich langer guter Defensivleistung trotzdem viele Chancen zugelassen hat. Das ist genau das Problem des FCM und so die Chancenverwertung. Genau deswegen stehen sie halt auch gerade in der zweiten Liga nur auf Platz 16. Ich glaube, sie haben auch nur einen Sieg bis jetzt und der war in Sandhausen. Zu Hause noch gar kein Heimsieg. Letzte war, glaube ich, im Mai, habe ich gelesen, damals noch in der dritten Liga. Ist schon ein bisschen her und das muss auf jeden Fall besser werden. Ich wünsche den Magdeburgern auf jeden Fall viel Glück dahingehend. Und wenn man bedenkt, dass die Jungs vor 3 bzw. bis vor 4 Jahren noch im Meuselwitz gespielt haben bei meiner Mannschaft. Beim ZFC, dann muss man auch schon sagen, jetzt gegen Union Berlin spielen oder dann in 2 Wochen, glaube ich, in Köln im Müngersdorfer Stadion. Ist schon eine geile Story auf jeden Fall. Einerseits freue ich mich, dass ich endlich mal Union gesehen habe. Ich bin schon langjähriger Union-Sympathisant und habe mich auch gefreut, mal die Fans live zu sehen. Leider haben sie den normalen Auswärtsblock, also wo zum Beispiel die Auswärtsfans damals, wo Ingolstadt war, haben sie nicht bekommen. Natürlich auch aus Sicherheitsgründen, ganz klar, das muss ich auch so sehen. Dann hätte man vielleicht lieber noch einen FCM-Block sperren lassen müssen. Hat der FCM natürlich nicht gemacht. Stattdessen war im Sitzplatzbereich der Tribüne neben den Gästeblock Ultras, beziehungsweise Hooligans, Ultras, das ist natürlich der falsche Begriff. Hooligans des BFC Dynamo Berlin. Und die einfach ihre Feindschaft, Anführungszeichen, mit Union aufleben lassen wollten. Was ich über den BFC Dynamo denke, wissen vielleicht manche schon von euch. Ansonsten möchte ich jetzt nicht viel große Worte zu verlieren. Ich denke, dass sowas einfach nur unnötig ist. Das war ja auch schon in Jena so, das war schon in Halle so, als da die Ultras des Heimvereins, beziehungsweise die befreundeten, beziehungsweise feindeten Vereine des Gegners, an der Haupttribüne, beziehungsweise an der Nebentribüne des Gästeblocks gewartet haben. Wie ich mir sagen lassen habe, sind es immer oft Althools und ja, mit Hooligans setze ich mich wenig auseinander. Das hat meiner Meinung nach nichts mit Fußball zu tun, im Gegensatz zu den Ultras, die, wie ihr auch hier seht, wieder mal eine schöne Pyroshow gemacht haben in Magdeburg. Hat mich sehr gefreut. Union hat leider nicht gezündet. Ich konnte leider auch gar nichts vom Gästeblock filmen, da ich halt direkt daneben saß. Und somit war das komplett schade, dass ich nichts filmen konnte. Ich habe selbst nicht viele gesehen, nur im Fernsehen dann. Hätte ich gerne mehr gesehen. Aber ich hoffe, ich kann in 2 bis 3 ich fast Jahren gesagt, ist ja Quatsch, in 2 bis 3 Monaten, wenn die Saison wieder losgeht, wenn die Rückrunde beginnt, nochmal zu einem Spiel von Union. Die spielen ja nochmal in Aue jetzt vor der Winterpause, das werde ich leider nicht schaffen. Aber vielleicht zu einem anderen Spiel mal, da hätte ich auf jeden Fall Bock. Natürlich steht die alte Försterei auch schon länger auf meinem Stadionplan, da will ich auf jeden Fall auch mal hin. Grüße gehen auf alle Fälle raus an jeden Magdeburger und jeden Unioner, der gerade das Video schaut. Habt euch lieb in den Kommentaren. Ich weiß, dass die beiden Vereine natürlich leicht befeindet sind, aber auch nicht so krass wie zum Beispiel der FCM den HFC. Deswegen hoffe ich natürlich, dass das Kommentar sachlich bleibt und auch nicht dazu ausartend wird. Ich persönlich habe für beide Vereine eine Menge Sympathien. Vielleicht für Union ein bisschen mehr, aber es hält sich letztendlich dann doch die Waage, würde ich sagen. Union habe ich deswegen, Union habe ich einfach weniger gesehen bis jetzt. Deswegen wahrscheinlich einfach auch. So von den Fanszenen her, also beide Fanszenen waren mega hammer, natürlich hat Magdeburg deutlich mehr zu hören bei einem Heimspiel, ist natürlich logisch. Aber Kompliment geht natürlich auch an beide Fanlager.
Zudem fand ich auch gut, dass die FCM-Fans ein Plakat mit dem Statement Meister müssen aufsteigen hochgezeigt haben. Und gerade ich als Fan eines Regionalligisten finde das sehr gut, dass da mal ein Zeichen gesetzt wird, auch in den höheren Ligen, was in der Bundesliga oder in der dritten Liga auch wenig der Fall war. Aber urteilen die jetzt natürlich jetzt einfach Quatsch, weil letzte Woche gab es ja den Streik. Mit der ersten Minute sollte der Ball ruhen nach dem Anstoß. Das war auch eine sehr schöne Aktion. Nichtsdestotrotz war es das an dieser Stelle mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe schon wieder viel zu lange geredet. Lasst auf jeden Fall gerne eine Bewertung da. Schreibt einen schönen Kommentar. Wenn ihr Lust habt, abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Denn es werden ab dem nächsten Jahr wieder viele neue Projekte folgen. Viele coole neue Videos, auch schon im Vlogs. Wenn ihr da Interesse habt, dann drückt gerne auf Abonnieren. Das war's von mir. Habt noch einen schönen Tag, Abend oder was weiß ich. Macht's gut, haut rein und tschüss.